Wir starten mit einer neuen Predigtserie. Mit Gott rechnen. Es wird um Finanzen gehen, um Geld gehen, aber auch weit darüber aus, um die Ressourcen, die Gott uns zuteilt, um die Verwalterschaft. Und genau um das Thema werden wir heute eintauchen, verwalten. Vor ein paar Jahren hat die Aargauer Zeitung einen Bericht gebracht über die seltsame Verarmung von Lottomillionären. Wo viele in der Schweiz, Deutschland im Lotto gewonnen haben, die haben das, die Lebensgeschichte angeschaut und merkt, viele von denen haben die Millionen ausgegeben. Die haben wieder weniger gehabt, wie sie ursprünglich hatten. Und das hat mich noch spannend gedacht. Das sind ja Leute, in der Regel, die kaufen sich Tausende von denen los. Und bibbern und fiebern drauf, wahrscheinlich oft über Jahre hinweg, so einen Lotto zu gewinnen bekommen. Und die einen haben nicht einmal so lange, wie sie selber so Lottoschein gekauft haben und gehofft haben, nachher die Millionen besitzt. Und es hat mir aufgezeigt, so Verwalterschaft, ich weiss nicht, wie es deine Millionen geht, aber es ist ein komplexes Thema. Und wir werden das ein bisschen anschauen und darüber lernen, was möchte Gott von uns? Wie können wir von Gott lernen, das Gegebene von ihm treu verwalten? Und wir tauchen in ein Gleichnis von Jesus ein für das. Es ist ein Gleichnis von einem Besitzer und der geht auf Reisen. Es heisst nicht, wohin dass er geht oder wann er zurückkommt. Und seinen ganzen Besitz vermacht er drei Verwalter. Und am ersten Verwalter gibt er 5 Talente, am zweiten 2 und am dritten 1 Talent. Auf diese Talente kommen wir dann nachher noch zu sprechen. Er verteilt das im Besitztum und irgendwann kommt der Retour und einer nach dem anderen kommt vor den Besitzer und erklärt ihm, was er mit dem gemacht hat, was er bekommen hat. Und beim dritten heisst es, er hat es vergraben. Und auf das aber jagt ihn der Besitzer davon. Und das Gleichnis von Jesus, das ist ein sehr prägnantes Gleichnis. Es ist ein Kerniges. Wir werden da Stück für Stück durchgehen und schauen, was möchte Gott uns heute für dein und mein Leben sagen. Wir lesen das im Matthäus-Evangelium 25, ab dem Vers 14. Und der Besitzer, der steht für Gott. Und die Verwalter für die Menschen, das zeigt sich auch einfach im ganzen Kontext der anderen Gleichnisse. Und Jesus erzählt das, es wird dann so sein wie bei einem Mann, der vorhatte, ins Ausland zu reisen. Er rief alle seine Verwalter zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Sie sollten während seiner Abwesenheit gut damit wirtschaften. Dem einen gab er 5 Talente, einem anderen 2 und dem dritten 1 Talent. Jedem nach seinen Fähigkeiten. Danach reiste er ab. In den meisten Kulturen würde man da grosszügig jetzt weiterlesen. In unserer westlichen Kultur bleibt man da schon mal stehen. Kann das sein, dass Gott unfair ist? Also scheinbar verschiedene Fähigkeiten. Und denen, die er noch mehr Fähigkeiten gibt, denen gibt er jetzt noch mehr von diesen Talenten. Und ich habe das Bild mitgenommen, das modernes Bild, 2013 hat das ein Andrei gemalt. Und da sieht man jetzt den Typ mit dem einen Talent in seiner Hand. Und er schaut da so ein bisschen verloren, traurig auf das, was er bekommen hat. Und ich kenne den Blick und die Haltung von meinem Leben. Als ich in die Primarschule gekommen bin, ist es mir sehr schwer gefallen. Ich habe nicht als ein intellektueller Schüler gegolten und habe trotz grossem Aufwand sehr schlechte Noten bekommen. Schlimmste waren die Diktate. Die habe ich stundenweise geübt, mit meiner Mutter angeguckt, die Sätze durchgestudiert und nachher bist du an diesem Diktat und du gibst dir Mühe und irgendwann kommt der Lehrer und legt dir einen roten Zettel her. Das Rot ist das, was er reingeflickt hat. Und dann zum Teil ganze Sätze gefehlt. Und ich denke, es wäre, als wäre ich zwischen denen mal noch im Pausenhof, ein bisschen shooten. Und mich hat das so gestört. Ich habe gedacht, jetzt die Stunde investiert für so ein Diktat und es ist alles nicht recht. Es hat zum Teil nicht mal Noten gegeben. Weil es einfach vom Notenspiegel her hat das gar nicht gelangt. Und ich habe mich geärgert ohne Ende. Ich habe Leute in meinem Umfeld gehabt, die sind schon traurig über einen 5,5.
Und ich habe mit bester Mühe und Not das nicht hergebracht. Und das Schlimmste war nicht einmal die Note, sondern was mich beschäftigt hat, ich hatte einen guten Freund, der war gescheit, der war Sek A oder Gimmi. Ich habe es gewusst. Ich habe gewusst, wenn ich mir nicht mehr Mühe gebe und nicht noch besser wird, dann verliere ich die Freundschaft. Dann geht in eine andere Klasse. Und das hat mich getriggert. Sek ist dann ein bisschen besser gelaufen und in der Lehre ist es wieder von vorne losgegangen. Ich bin nicht Schlag gekommen, ich habe eine Stahlbaulehre gemacht mit diesen Plänen. Im Schweissen war ich sehr gut gewesen, das interessiert aber im Zusammenbau leider nicht so viel. Und das Konstruieren, sich das Ganze vorstellen, wie es am Ende aussehen sollte und nachher die einzelnen Arbeitsschritte durchtakten, ich habe es nicht geschafft. Und dann habe ich mich immer wieder an Leute angeschaut, geschlichen fast und gefragt, was ich machen muss. Und die haben es mir erklärt. Ich bin weggelaufen und bin nicht rausgekommen. Ich habe manchmal einen Moment gewartet und bin einmal gegangen. Nie dreimal, weil ich mich geschämt habe. Dann bin ich oft zu einem anderen Arbeiter in der Halle und habe gehofft, dass, wenn es der mir erklärt, ich es verstehe. Und zwischen Prüfung, das ist die Prüfung, die nachher so ein bisschen modellhaft gilt für die Abschlussprüfung, Lehrabschlussprüfung, war es wieder das Gleiche. Ich bin in Fretiken gestanden, ich schaue auf die Pläne, ich habe nichts verstanden. Ich habe immer gewartet, bis einer zu einer Maschine gelaufen ist, habe geschaut, was er gemacht hat, und dann habe ich es auch gemacht. Das hat bedeutet, ich war viel zu langsam gewesen. Und dann hat es bei gewissen Leuten, Leute, die mir auch gerade, eigentlich sehr, ihre Meinung sehr wichtig war, hat es geheissen, er ist ein Träumer. Und das hat mich zu tief hinein verletzt. Mein Vater war ein Zugpferd gewesen, meine Mutter eine Leistungsträgerin und mein Bruder auch im Betrieb. Unglaubliches Know-how. Und ich wollte die Fußstrapfen treten. Ich wollte alles sein, nur nicht der Träumer. Und für mich war das ein Elend. Und ich hatte immer wieder die Haltung von dem Mann auf das geschaut und dachte, Herr, warum ist da nicht mehr rum? Wieso ist es bei mir so dürftig? Der eine Verteil ist da grosszügig und bei mir ist eins. Und das war Elend. Meine Lehrer, also die Zwischenprüfung, die habe ich dann auch probiert, ins Altmetall zu fallen. Als ich sie heimgenommen habe, der Lehrmeister hat es noch gesehen, und ich musste sie wieder rausnehmen und zeigen. Er hat nicht mal Noten gegeben. Ich habe die Lehre bestanden, das ist ein Wunder. Das ist schon für eine andere Predigt. Aber es ist Wahnsinn. Und das eine war, ich hatte zum Glück keine Eltern und Leute in meinem Umfeld, die mir geholfen haben, nicht auf das zu schauen, was ich nicht habe. Das ist etwas, was man falsch machen kann, wenn man in dieser Verwalterschaft von Gott redet. Immer auf das schauen, was du nicht hast. Den Ehepartner oder die Kinder oder die Ressourcen oder all das. Und immer auf das, was du nicht hast. Das erste ist mal den Blickwinkel auf das richten, was wir haben. Und das zweite ist das richtige Verständnis. Es geht dann nicht nur um Geld in diesem Gleichnis, sondern um Ressourcen. Ressourcen, die weit über Finanzen rausgehen. Das kann deine Gesundheit sein. Das können deine Menschen in deinem Umfeld sein. Das kann deine Resilienz sein, immer wieder aufstehen und weitergehen. Deine Sozialkompetenz. Es kann sein, das Land, wo du hast aufwachst und dich so supportet hat und, und. Also es geht um weit mehr in dieser Serie, wie einfach nur ein bisschen um Stutz. Und was auch helfen kann, so ein bisschen der Blick, wo vielleicht gewisse Leute in sich inne haben, ob das alles ist, wenn wir uns mit der Währung Gottes beschäftigen. Die Hoffnung für alle, ich habe die Bibelübersetzung genommen, die redet von Silber. Das stimmt in der Währung, aber es ist eigentlich ein anderes Wort gebraucht. Talent heisst es da. Und jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Ein Talent war die grösste damalige Währung, die es zur Zeit Jesus gab. Ein Talent hat 10'000 Denar entsprochen. Und ein Denar war ein Tageslohn. Also wenn du einen Tag gearbeitet hast, hast du einen Denar bekommen. Der grösste Teil war im Taglohn. Die haben gewusst, wenn ich heute arbeite, bekomme ich am Abend genug Geld, dann habe ich morgen etwas zu essen. Das war das Mindset der Leute. Die sind mit einem, zwei Denar ausgekommen in ihrem Lebensalltag. Und jetzt kommt da immer ein Besitzer und vermacht 10'000 Denar. Das sind, wenn wir jetzt mal von 300 Arbeitstage ausrechnen, wobei das sehr bescheiden wäre in dieser Zeit, 33 Jahreslöhne. Und verstehst du, wenn du heimkommst und sagst, ja, mein Chef, heute hat mir nur ein Talent gegeben. In dieser Zeit hast du gerade eine Ohrfeige bekommen. 33 Jahreslöhne, das ist gewaltig. Und das ist die Gottesdimension über deinem Leben. Das, was er in dich hineingeleitet, was du bist und was du hast, ist ein Millionenschatz. Wenn man das auf den heutigen Lohn 5'000 Stutz aufrechnet, bist du bei 2 Millionen.
Also Gott sieht in dir, in dem, der sich jetzt vielleicht da als der mit einem Talent fühlt, einen Millionenschatz. Damals nicht vorstellbar, was Gott in diesem Fall im Mensch hineinlegt. Und das Erste, was ich herausnehmen möchte aus diesem Text, das Börtchen hat es so formuliert: Gottes Gaben sind seines Gebers wert. Alles, was du hast, hat einen göttlichen Fingerabdruck. Gott kann nichts anderes geben als Göttlichkeit. Gott kann nichts anderes geben als Göttlichkeit. Alles, was du hast, ist göttlich. Er ist immer das wert, was der Geber es gibt. Und das ist in dem Fall millionenfach. Wir möchten aus dem ersten Teil rausnehmen. Als Verwalter müssen wir sehen, was wir bekommen haben. Sehen, was Gott uns gegeben hat. Weiter im Text heisst es nachher, dass der Besitzer zurückkommt. Der Mann, der 5 Zentner Silberstücke oder 5 Talente erhalten hat, trat vor sein und übergab ihm 10 Talente. Er sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Hier habe ich 5 dazu verdient. Da lobte ihn sein Herr: Gut so, du bist ein tüchtiger und zuverlässiger Verwalter. In kleinen Dingen bist du treu gewesen. Darum werde ich dir Großes anvertrauen. Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Der erste Verwalter tritt jetzt vor den Besitzer und sagt: Ich habe zusätzlich zu diesen 5 nochmal 5 Talente erwirtschaftet. Da wären wir jetzt bei 330 Jahreslöhe. Und der Besitzer sagt: Schön, du bist über wenig treu gewesen. Und da ist den Leuten der Kiefer runtergegangen. Wenn Gott zu einer so unvorstellbaren Summe sagt, in meinen Augen ist das noch wenig. Da bekommst du langsam einen Hauch über von der Grösse Gottes. Wenn er kann sagen zu jemandem, der so über so Summen reagiert, einfach sagen: Schön, du bist treu gewesen über wenig, ich habe noch so viel mehr parat für dich. Und sowohl der erste wie der zweite Verwalter können das Geld zusätzlich vermehren. Beide haben das Gleiche nochmal dazu erwirtschaftet, aber der Hauptlohn ist bei beiden der gleiche. Und das ist: Komm zu meinem Fest und freu dich mit mir. Das ist bei beiden das Gleiche, weil mehr geht nicht mehr. Mehr wie die ewige Gegenwart Gottes gibt es nicht. Und völlig gleich, was du für einen krassen Leistungsträger auf dieser Kugel oben bist. Mehr wie die ewige Gegenwart Gottes geht nicht. Und darum haben beide das Gleiche, die Ewigkeit bei ihm. Und er sagt da: Schön und gut, ich gebe dir das, was du bekommen hast. Und das, was du erwirtschaftet hast, kannst du wieder haben. Aber da kommt noch viel mehr dazu. Nämlich die Ewigkeit, das Fest bei mir. Also da kommt jetzt der Verwalter zum Besitzer und gibt ihm die Silberstück. Und Gott gibt ihm etwas Göttliches dazu. Oder? Das Börtchen sagt dem: Silberstücke Gott gegeben werden in Gold zurückbezahlt. Alles, was du Gott bringst, zahlt er in einem unendlichen Ewigen zurück. Das, was er geben kann, hat immer eine Ewigkeitsdimension. Und wir müssen auch wieder anfangen, achtsam werden auf das Göttliche in unserem Leben, was wir von Gott bekommen haben. Ich habe hier einen Stahlpflock mitgenommen von unserer Firma, Vollmaterial, Vierkant. Und was denken Sie, wie schwer ist der etwa? Der hat um die 40 Kilo. Probiert das mal mit einer Hand zu heben, wie der Kerl vorher sein Talent angehebt hat. Das ist nicht möglich. Wisst ihr, wie viel Meter Blech dass man da rauswalzen könnte, wenn man es auf 1 Millimeter walzt? Ich auch nicht. Das ist wieder mein Intellekt. Aber sicher viel. Und es sieht auch nach grauenhaft viel aus. Oder? Und das sind wir Menschen amigs. Da sehen wir eine Masse von uns, eine Menge und staunen: Wow! So wie der wäre auch cool. Ich habe hier 1 Gramm Gold. 99,9% Gold. 1 Gramm. Ich muss mit der Pincette heben, sonst
verfliegt es mir. Und es hat mehr Wert als der ganze Block. Der aktuelle Stahlpreis ist kaum 2 Stutz. Und das 1 Gramm hat ca. 70 Franken Wert, steigend. Und das sind die Dimensionen. Wir können nach dem Materiellen von dieser Welt Ausschau halten. Und es wird nie genug sein, egal wie viel das die Welt ist. Oder wir gehen für das Göttliche und entdecken die göttlichen Dimensionen in unserem Leben. Und das hat Goldwert, Ewigkeitswert. Es ist beides Metall, aber die Beschaffenheit ist eine andere. Und wir müssen Ausschau halten nach der richtigen Beschaffenheit. Gott gibt diesen Leuten das, was sie erwirtschaftet haben, zurück. Aber er sagt, auf dem, das ist noch nichts, das ist wenig. Ich habe für euch eine feste Ewigkeit bei ihm parat. Und der Text geht aber auch noch weiter, nämlich mit dem dritten Verwalter. Schließlich kam der Diener, dem der Herr ein Talent gegeben hatte, und erklärte: Ich kenne dich als strengen Herrn und dachte, du erntest, was andere gesät haben. Du nimmst dir, wofür du nichts getan hast. Aus Angst habe ich dein Geld sicher aufbewahrt. Hier hast du es wieder zurück. Zornig antwortet ihm darauf sein Herr: Was bist du nur für ein böser und fauler Verwalter, wenn du schon der Meinung bist, dass ich ernte, was andere gesät haben, und mir nehme, wofür ich nichts getan habe? Hättest du mein Geld wenigstens bei einer Bank anlegen können, dann hätte ich immerhin noch Zinsen dafür bekommen. Und jetzt werf diesen Nichtsnutz hinaus in die tiefste Finsternis, wo es nur noch Heulen und ohnmächtiges Jammern gibt. Also da nimmt die Geschichte noch eine dramatische Wendung für den dritten Verwalter. Und ich habe zuerst ein paar Mal leer geschluckt über den Text. 2-3 Sachen sind mir aufgefallen. Das erste ist das Bild, das er vom Besitzer hatte. Das Gottesbild. Er hat gesagt, du bist jemand, was, wo sich nimmt, wofür andere geschaffen haben. Seine Angst war nicht, dass er das Geld veruntreut, dass er schlecht wirtschaftet. Seine Angst war, wenn ich damit arbeite, habe ich nachher nichts davon. Das ist der springende Punkt. Er hat das Gefühl gehabt, so wie du bist, du nimmst dir, was ich erwirtschaftet habe. Dann vergrabe ich es lieber. Warum mir Mühe machen, wenn es du dir holst? Und das zeigt einerseits das falsche Gottesbild. Weil beim Verwalter 1 und 2 ist das Gegenteil passiert. Er hat gesagt, die 5, die du bekommst, und die 2, du kannst es haben. Das, was du zusätzlich verdient hast, du kannst es haben. Und das Fest ebenso. Aber er hat das Gefühl gehabt, das wird mir ja einen Weg alles wieder genommen, was ich bekomme. Also lasse ich es gerade sein. Das ist mal das eine, die falsche Haltung gegenüber dem Besitzer, das falsche Gottesbild, das er hatte. Und das Zweite ist, es ist eine Tatsache, dass Gott Verantwortung fordert mit dem Umgang von dem, was er gibt. Es hat sogar einen Einfluss auf die Ewigkeit. Das ist eine Tatsache anhand von diesem Bibeltext. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt den Text gleich in der gesamten Sicht vom Wort Gottes sehen und wissen, dass wir gerettet sind aus reiner Gnade. Aber unser Umgang hat Einfluss auf die Ewigkeit. Und du kannst sogar so weit treiben, so eine Hartherzigkeit und Abwendung Gott gegenüber, dass dir die Ewigkeit bei ihm verwehrt bleibt. Das ist der dritte Punkt. Verwalterschaft bedeutet Verantwortung. Ich bin nachher noch bei dem Gedanken umgekreist, das ist für Leute, die hier hocken und merken, ja, ich habe bis jetzt meine Verwalterschaft schlecht gelebt. Es ist mir nicht gelungen, mit gewissen Ressourcen, ob das Lebenszeit ist oder was auch immer, richtig umzugehen. Nach dem Willen Gottes. Und mir ist eine Geschichte in den Sinn gekommen von einem russischen Zar. Vor etwa 200 Jahren ist scheinbar eine wahre Begebenheit. Ich habe es einfach gelesen, dass das so sagt. Und der hat einen Hauptmann gehabt, der ihm ans Herz gewachsen ist. Ein taktisch sehr kluger Strateg. Aber er war todkrank gewesen. Und auf dem Sterbebett fragt der Hauptmann: Kannst du meinen Sohn annehmen wie einen von deinen? Und der Zar sagt: Ja, ich werde den Wunsch dir, den letzten Wunsch erfüllen. Und er schickt den Sohn auf die Schule
in die Bildung. Er darf alles geniessen, was die anderen Söhne vom Zaren können geniessen. Und auch er wird ein genialer Hauptmann. Taktisch sehr klug. Hat aber ein Problem. Spielsucht. Und einmal, als er wieder im Feld aussen ist, also im Feldlager, im Krieg aussen, da geht er über die Bücher und merkt, jetzt geht es nicht mehr auf. Er hat nicht nur sein eigenes verspielt, sondern hat auch immer wieder von der Kriegskasse etwas abzwackt. Und jetzt merkt er, es wird eng. Jetzt kommt es langsam aus. Es wird nicht mehr lange gehen, bis ich das nicht mehr kann vertuschen. Und so hockt er über diese Bücher und dann fasst er den Schluss, ich schiesse mir den Kopf weg. Er lässt seine Musketen, Schwarzpulver rein, Kugeln rein, er holt einen grossen Schnaps raus, um sich den Mut anzutrinken. Und dann schlaft er ein, weil er so betrunken ist. Und der Zar ist an diesem Abend durch die Zeltlage durch, hat verschiedenste Leute besucht und dann sieht er, wie bei dem Hauptmann noch das Licht brennt. Und denkt sich, wow, was für ein Fleissig, jetzt mitten in der Nacht und der ist immer noch dran. Er geht leisig in das Zelt hin und sieht, wie er über den Arbeitsbüchern eingeschlafen ist. Und stutzig macht ihn die Musketen und der Alkohol. Also geht er an, schaut über die Bücher hin und merkt, das Gekritzel und das Gestreiche. Am Morgen wacht der Hauptmann auf und ihm bleibt das Herz stehen. Er merkt, die Bücher sind nicht mehr an dem Ort. Der Alkohol ist weg und die Musketen. Irgendjemand hat ihn entdeckt. Und dann wird er kreidebleich. Er sieht auf einem Buch, das einzige, das noch aufgeschlagen ist, zuhinterst hin, Siegelabdruck. Und er weiss ganz genau, wem der gehört. Das ist der Siegelring vom Zar. Und er zieht das zu sich her und sieht dort ein Zettel und steht, sämtliche Kosten sind übernommen aus der Privatkasse des Zaren. Und er hat sich den Kopf weggeschissen. Er hat Angst gehabt, jetzt blüht ihm, weiss ich was. Aber der Zar hat es entdeckt und hat gesagt, ich zahle alles aus meinem Privatvermögen, das der Typ verschuldet hat. Es ist mein Sohn. Und im Kolosser 2,14, da heißt es, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Das ist die Botschaft Gottes auch über schlecht gelebte Verwalterschaft. Und wir eine Nachlage spüren, darf ich mir sagen, der Schuldschein, der mich anklagt, über das, was ich veruntreut habe, selbst für das ist Gott gestorben. Ich bin nichts mehr schuldig. Kein Denar, kein Tageslohn ist übrig geblieben. Wo ich muss sagen, diesen Tag muss ich perfekt leben. Der eine hat mir noch überlassen. Das muss ich schaffen. Wie gesagt, wir haben Verantwortung über die Verwalterschaft, aber immer aus dieser Gnade heraus, die Gott uns gibt. Ich möchte das an einem Beispiel noch aufzeigen. Ich habe ein Zitat mit mir, alles, was wir besitzen, besitzt auch dich. Alles, was du hast, hat auch dich. Und darum glaube ich, will Gott, dass wir Verwalter sind und nicht Besitzer. Dass wir unser Herz nicht etwas anhängen und uns darin verlieren. Ich gehe im Sommer sehr gerne noch in die Ferien, wo es gute Wein gibt. Und vorgängig probiere ich zu sparen. Sodass ich mir nachher vor Ort ein paar Flaschen Wein kaufen kann, die ich mir sonst nicht gönnen würde. Und im Sommer, letztes Mal, war das auch so gewesen, in der Toskana und ich habe ein herziges Weingut gefunden von einer Familie und dachte, mal, da mache ich das gern. Und ich bin nach dem Besuch heim und im Ferienhäuschen das zusammengerechnet und dann kommt ein Impuls. Wie wäre es, wenn du spendest? Es kam ein Impuls. AVC, das ist eine Organisation für verfolgte Menschen, und Menschen, die Not leiden. Ich habe es ja erspart. Aber da kommt der Heilige Geist und fragt, bist du der Besitzer oder der Verwalter? Es ist mir gleich, was du alles ersparst. Es ist ja immer noch mir. Und das ist nur ein kleines Beispiel, wie Gott immer wieder an dein und mein Leben klopft. Über grosse und kleine Themen. Gott liebt Genuss, der macht aus Wasser Wein, wenn es muss sein. Ich habe jetzt gleich gekauft, ich habe ein bisschen Angst in Eglisau, das Hahnenwasser, dem traue ich nicht so. Aber
Gott klopft an dein und mein Leben und fragt immer wieder, wie wär's? Und er prüft dich. Er schaut nach, bist du noch Verwalter oder meinst du, du bist Besitzer? Ben darf führen kommen. Ich habe die drei Punkte von diesem Bibelvers noch einmal zusammengenommen. Erkenne, was Gott gegeben hat. Schau nicht auf das, was du nicht hast, sondern das alles, was du bekommst, den Millionenschatz, wo er den unvergänglichen Wert in dich hineingegeben hat. Im Kleinen treu sein ist nicht kleinlich, sondern dort fängt es an, die treue Verwalterschaft. Und Verantwortung wahrnehmen. Verwalter sein. Wir als Schweizer haben Verantwortung. Wir werden der wahrscheinlich nie gerecht in den Dimensionen, wo man müsste. Aber wir haben eine Verantwortung. Wir müssen uns immer wieder überlegen, ja, wie wäre es, wenn ich das anderen gebe? Oder habe ich das Gefühl, es ist meins? Und Gott kann uns in dem helfen. Nicht nur, dass wir immer mehr haben dürfen, sondern auch immer mehr dürfen lernen, wie wir umgehen damit. Du kannst mit wenig Geld geizig sein. Und du kannst mit viel Geld grosszügig sein. Und umgekehrt. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir immer wieder aufs Neue lernen, was es bedeutet, ein Verwalter sein nach deinem Willen. Und dort, wo es uns nicht gelingt, wenn wir auch deine Gnade in Anspruch nehmen, als der, der alles gezahlt hat. Der Schuldschi ist ungültig und für ewig tilgt. Und wir bitten dich dort, wo Menschen noch keine persönliche Beziehung zu dir haben, wo all das vergraben ist unter falschen Gottesbildern von Langweiligkeit oder Hartherzigkeit, dort bitten wir dich, dass du das freiräumst. Dort, wo du merkst, das trifft mich, ich habe eigentlich noch keine Beziehung zu Gott, sie ist vergraben hinter so viel Dreck, dann belass nicht bei dem. Mach dich auf zu dem gütigen, liebenden Gott, der gern vergibt, der dich gern in eine ewige Gemeinschaft mit ihm einlädt. In Herrlichkeit. Jesus, ich danke dir, dass wir als Kirche einander helfen dürfen, wo wirkliche finanzielle Nöte herum sind. Wir wollen dich auch bitten für Geschäfte und Firmen, wo es nicht gut geht, dass du mit deinem Überfluss kannst austeilen. Jesus, ich danke dir, dass wir selbst mit all diesen Sachen immer wieder dürfen uns ausrichten auf dich. Und dass wir viel Gold gönnt, Herr. Amen.